Also ich habe eine große Bitte mit Herrn Bertolt Balz, waren wir nicht bekannt, weil er in Borislav war. Aber man hat von ihm sehr, sehr viel gesprochen und erzählt. Das war ein glänzender Mensch. Ich habe das Buch von Thomas Sandkühler, Endlesungen in Galizien und Rettungsinitiativen von Bertolt Balz. Und ich, wenn es möglich ist, übergeben Sie ihm, dass in Drohobytsch lebt noch ein alter Mann, er heißt Alfred Schreier, und er war hier im Lager, Karpaten-El-Aktiengesellschaft, und dann in verschiedene Konzentrationslager in Deutschland. Und ich möchte ihn ganz, ganz herzlich begrüßen und wünschen, wie man in Israel sagt, 120. Helmrich, der hat hier in Drohobytsch sehr viele Juden gerettet. Eberhard Helmrich. Und die Frau Cornelia Schmalz-Jakobsen, die ehemalige Parlamentmitglied in Deutschland, ist seine Tochter. Und mit Frau Cornelia Schmalz-Jakobsen sind wir sehr freundlich und wir telefonieren und schreiben und wir haben schon uns ein paar Mal gesehen. Einmal war sie da, bevor sie das Buch geschrieben hat. Zwei Bäume in Jerusalem heißt das Buch. Und wir haben uns ein paar Mal in Deutschland getroffen. Sie ist jetzt eine ganz bekannte Person. Natürlich jetzt sie war also im Parlament und außerdem, sie war, wie sagt man das Deutsch, also sie war Beauftragte von deutscher Regierung für die Ausländer. Cornelia Schmalz-Jakobsen, das ist die Tochter von Eberhard Helmrich. Der wiederum für Bertolt Balz gearbeitet hat? Bitte? Der für Bertolt Balz gearbeitet hat? War er tätig für Bertolt Balz? Nein, er war hier in Drohobytsch. Er war hier in Drohobytsch. Der war ein Landwirt. Ach so. Ja, er war Landwirt und es gab hier in der Nähe in Drohobytsch eine Gärtnerei, ein Lager, ein Zwangsarbeitslager. In Drohobytsch gab es 5 Zwangsarbeitslager damals. Das Dorf Herafka heißt das. Und das, dort war die Gärtnerei und das unterlag ihm. Und wie hat er das gemacht? Also seine Sekretärin, Frau Maria Jordan, hatte sehr gute Beziehungen im Arbeitsamt gehabt und sie konnte von Zeit zu Zeit falsche Papiere organisieren und er hat die Papiere zwischen die Frauen in Gärtnerei verteilt und wenn ein Transport nach Deutschland war, der hat die Frauen mit nach Deutschland geschickt und in Deutschland lebte seine Frau, Frau Donata Helmrich. Die hat die Leute eingenommen. Wie macht man? Meine deutsche Sprache ist leider nicht fließend. Ich habe doch Deutsch nie gelernt überhaupt. Und sie hat die Frauen bei den Bauern oder so dort in Deutschland verteilt. Und die haben alle den Krieg überlebt. Das war fantastisch. Man sagt, dass es war ungefähr 300 Mann. 300 Frauen. Ja. Nur Frauen natürlich, Sie verstehen. Es ist so. Aber dort in Gärtnerei arbeiteten hauptsächlich die Frauen. Aber sie hat doch ein Buch geschrieben und er hat eine Jüdin verheiratet, nach New York ausgewandert. Und dort in New York hat die Idiotin im Palast und in Einsamkeit
1969 ist er in New York gestorben. In Yad Vashem gibt es natürlich so ein Grab. So, also, ja, das war ein ganz toller Mensch. Und Bertolt Weitz hat ungefähr, wie man sagt, 100 Juden gerettet.